Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte Manfred Marsch. Wir machen weiter im Wald. Rest Bäume hat weggefallen. Hier haben wir nicht mehr viel. Dann haben wir den Wald auch erledigt. Und dann werden wir zuerst die Bäume verkaufen. Ehe wir noch einen kleinen Wald kaufen würden. Aber das ist doch Zukunftsmusik. Denn vorrangig erstmal alles verkaufen und dann sehen wir weiter. Nebenbei verkaufen wir noch Gärreste. Sobald eine BGH leer ist, gehen wir gleich zur zweiten rüber. Denn es wird immer lang dauern, damit die leer sein. Entschuldigung. Ja, schlimm, der Husten geht noch nicht weg bei mir. Ich hab's in einer Woche schon. Ah, gut, was soll's. Ist halt die Jahreszeit dafür. Kommt der Herbst. Wir haben Winter, den zweiten Tag. Zum Glück, Anfang hat kein Schnee angesagt. Meine Früchte, die nicht reif geworden sind, sind auch nicht reif. Aber gut, egal, der Raps ist gewachsen. Wenn ich im Herbst ausgesät hatte. Ist aber nichts Außergewöhnliches. Mal lass los. Ja, und ich glaube, der Hafer auch. Aber das werden wir nicht mehr ernten. Das glaube ich eher nicht. Denn rechnen wir jetzt hoch die Zeit. Die Fallen kommen alle jetzt nach dem 10. Bis zum 10. ist das Gewinnspiel. Wer am meisten schätzt, wer am meisten Bäume gefällt hat oder den richtigen Betrag geschätzt hat, den er dann verdient, seinen Wald, was er gepflanzt hat. Ja, aber das kommt am 10. Und wenn wir schauen, er ist jetzt voll in der Ernte dabei. Er hat auch noch zu tun, zwei, drei Wochen ungefähr von der Arbeit her. Das heißt, Ende Oktober kommt bestimmt die Vierfach. So ungefähr, schätze ich mal. Er will umziehen im Frühjahr. Das heißt auch gut Deutsch. Sobald er mit der Ernte durch ist und ist er bereit zum Umzug. Denn er wird alles, was er so hat, rübernehmen. Er kennt sich damit aus. Die Mühe mache ich mir nicht. Meine 60 Kühe oder 70 Kühe zu rüberzuholen mit einem kleinen Stall, ist mir zu kompliziert. Tue ich mir nicht an. Ich kann sowas nicht. Und was ich kann, ist Geld. Das geht. Und daher werden wir das auch entsprechend so machen, dass wir die Maschinen ausschreiben werden. Ist auch den Holzvollender, der ist ja genießt. Der kostet ja eher Mietkosten. Ich meine, könnt ihr auch kaufen jetzt, ne? Aber jetzt lohnt sich doch nicht mehr. Einfach werden wir das ganze Mittel zusammenrechnen und dann die Maschinen alle neu kaufen, zum Hof fahren
Der Hof wird ja auch nicht mehr so sein, wie er vor war. Es wird keine Halle mehr geben. Es hat sicherlich Vor- und Nachteile. Jetzt will mich jemand umbringen. Ja, dann muss ich mir das Kettensäge bearbeiten. Aber das macht nichts. Wie kann man den auch gegen Frontscheibe kippen, schieben lassen, ne? Kopf einziehen. Jedenfalls werden wir heute mal ein bisschen was tun, dass wir noch den Wald wegkriegen und verkauft bekommen. Drei oder vier Bäume seht noch. Der Rest ist weg. Entschuldigung, ne, wir hören uns ja noch nicht. Und wir werden erstmal keinen Wald kaufen. Nicht eher wie jetzt unter und über sich klar sieht man den Weg. Den Feldweg oder den, ja, den Feldweg oder Waldweg, wie man nennen will. Innerhalb der Fläche gehört uns, außerhalb nicht. Ich würde nur einen Wald kaufen, wenn wir auch sagen könnten hinterher, oh ja, wir schaffen da zu fällen. Aber wir müssen ungefähr die Hälfte der Bäume fällen, um ungefähr das Geld mit Gewinn rauszukommen. Soweit ich weiß, hat er das getestet. Ob hier auf der Marsch, weiß ich nicht genau. Er hat es mal auf der Matchmap gemacht, um den richtigen Preis zu ermitteln. Heißt, wenn man einen Wald kauft, dann soll mindestens das Doppelte rauskommen an Verdienst an Wald. Als grobe Richtlinie, dass man da auf keinen Fall zu reich wird oder beziehungsweise zu arm. Na, noch ein paar Bäume. Es soll sich auch lohnen, kein Verlust sein. Wo Landfläche im Nachhinein immer ein Gewinn ist, weil wenn man selber die Bäume pflanzt, die werden ja größer, beziehungsweise mehr auf der Fläche. Manchmal will er nicht, ne? Aber es kann sein, dass er nicht richtige Position ist. Leicht schräge, schon geht's nicht. So, da kommt immer noch Scare-Reste. Dann haben wir mal einen zweiten fahren lassen. Ist fast rentiert. Ja, 1, 2, 3 sehe ich dann noch. Ja, die Ketten gehen über alles rüber. Oh, Entschuldigung. Der schlimmen Husten. Ein bisschen Öl. Ah, klasse, ist aber drin. Aha. Es kratzt im Hals. Nicht gut.
Verbeugung. Ja, Katastrophe. Ja, die Folge geschafft, das ist mal eine kurze Pause. Ja. Zwei noch. Ja, wenn wir nächstes Mal wahrscheinlich verkaufen. Ich mache kein Gewinnspiel. Bringt ja nichts, ne? Wenn du 100 Teilnehmer hast. Na. Ist hier mein Hobby. Bleibt's auch. Also ich will mit YouTube nichts verdienen. Und oft denke ich auch, Mensch, wenn die Ausgaben steuerlich absetzen könnte, das wäre auch nicht schlecht. So, der Wald war fertig. Denn die Technik ist verdammt teuer. So, mal Licht ausmachen und ausstehen lassen. So, LKW holen. Wir haben ein bisschen Zeit. Kühlen geht's gut, Stroh, Wasser, gut, da können wir auch noch machen nachher. Und mit der anderen Fuzzi. Das ist im Wachstum. Ja, ist gut. Gegruppert, 16 ist gruppert. Verkauf gerade. Gut. Bodenbeschaffenheit. Ja. Deswegen wollte ich ja kalken. Aber das hat sich für mich persönlich erledigt, weil das bringt ja jetzt nichts. Weil wir haben normalerweise Gras drin. Am Wachstum? Naja, gut. Gut, LKW. Ach hier, der grüne Punkt. Weil wir müssen mal die Lagebahn richtig in den Trigger reinbringen. Einer ist nicht drin. Gut. Sollte kein Problem sein. Das machen wir gleich. Jetzt fällt er runter. Aber der fährt leider nicht rein. Das heißt, wir müssen ihn jetzt manuell oder beziehungsweise mit dem Gerät reinbuxieren. Das heißt, deswegen ist der ja da, der Anhänger. So, der macht mir jetzt zwar nicht reich, aber ist weg. Jetzt fahren wir noch zum anderen BGH, das gleiche kontrollieren. Ob wir da auch noch was zu machen haben. Ich wollte hier anrichten. Jo, da kommt da schon angefahren. Also diese wilden Kurzgleichfahrer, nein. Und nur einer fährt. Wie wir hier zum BGH. Das ist ganz wichtig, dass wir bei den anderen Ballen auch noch reinbekommen. Dass wir dann noch heute Nacht in 12 Stunden nochmal einmal Geld bekommen. Von der BGH. So, mal hier mal Innensicht. Ich glaube unser. Nö. Ey, der ist noch gewachsen. Aber sieht so komisch aus. Der sieht tot aus. Verdorrt, verfault, ja. Siehst du, so ist das. Verdorrt, verfault. Aber das ist mal nebensächlich. Ich habe ja die Fehlerursache ganz stark im Verdacht, dass ich durch das Schlafen gemacht habe, dass es mit Ziesen einen Konflikt gibt, dass der Wachstum dann entsprechend sich überschlägt.
Das ist eine gute Lehre für die Zukunft. Entschuldigung. Eine Lehre für die Zukunft, dass wir das nicht machen dürfen. Bei Schlafen. Und der ist auch verdorrt, ne? Ja. Die wollen zu BGH. Also, liebe Leute, für heute Schluss. Das ist aber Hüße wie Gewinke. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder.